Krellas und herzlich willkommen zu The Magic mit die Horschi. Wolle kaufen Kebab. Da. Ist das ein Ansager gewesen? Ich weiß auch nicht. Manchmal geht's mit mir durch. Ja, wir hauen uns wieder die Karten um die Ohren. Denn es steht 1-1 und er hat mir versprochen, dass er mir jetzt ordentlich den Hintern versohlt. Und das mag ich. Mein Lieblingsdeck, noch nie gespielt, aber ich mach dich damit fertig. Ich spiel wieder zufällig und sage, let the roll... Nee, let the dice roll, so. Was haben wir denn hier auf der Hand? Ja. Oh, das ist gar nicht so schlecht bisher. Wir könnten uns auf... Wir verlassen uns auf Glück. Ich mach dich einfach fertig, kein Problem. Ihr kennt meine eiserne Regel normalerweise. Starte niemals unter zwei... mit nicht... Also mit unter zwei Ländern auf der Hand, aber... Diesmal breche ich sie und... Hast du das schon? Es ist ein Deck, was ich für unfair erachte, weil es sehr krass ist. Es ist das Remazuri-Deck. So, 1-1 Remazuri mit First Strike liegt da und jeder Remazuri von mir bekommt First Strike. Ich habe wieder ein Wald-Deck scheinbar. Oh ja, sehr schön. Jetzt ist die Frage, welches? Und haben wir Glück? Wir haben Glück im Unglück. Ach nö. Leider nicht das Mana, was ich wollte, aber ein Fetchland. Somit sind wir fertig. Wir können es jederzeit fetchen. Raussuchen. Ist ja nett von dir. Genau. So, wir greifen natürlich nochmal an für einen Schaden. Und ich kann das hier jederzeit machen. Das heißt, ich mache das einfach am Ende von Horschis Runde. Dann ja, verliere ich keine Zeit. Alles ist gut. Könnte ich auch jetzt schon machen. Würde keinen großen Unterschied machen. Eine Karte, die sieht lustig aus. Da sie getappt ins Spiel kommt, aber was im macht Spiel verlaufen. Vernichter? Habe ich natürlich nicht, aber was macht ein Vernichter? Vernichter ist ganz einfach. Wenn du mit einem Vernichter angreifst, dann muss ich so viele Karten bei mir opfern, wie da die Zahl hintersteht. Das ist cool. Und warum das kostet der 11 cool. Mana? Ja, das Deck, das du hast, das wird auch mit sehr viel Mana-Pusheritis sein. Also du wirst sehr viel Mana benötigen und auch spielen können. Da kommt auch schon die erste. Er kann jetzt gerade in diesem Zug ein weiteres Land spielen. Normal kann man ja nur eins pro Runde, jetzt kann er zwei pro Runde spielen. Nur diese Runde immer? Nee. Ja, nur diese eine Runde konntest du jetzt. Okay. So, und wir haben natürlich in der ganzen Aufregung vergessen, das Fetchland zu benutzen. Und dafür gibt es, wie Mr. Trashpack sagen würde, den Fail der Woche. Na, du Armer. Scheiße, jetzt war richtig mies, richtig mies. Ja, deswegen machen wir das jetzt, bevor wir es wieder vergessen. Ich wollte verwirren, ist alles. So. Das kommt getappt ins Spiel. Gespart. Ach, das ist doch Blödsinn. Das Problem ist, bei Magic Online, also dem richtigen Hardcore-Magic, was man online spielen kann, mit ohne Einschränkungen von diesen Planeswalker-Spielen, ist es so, dass du deine Phasen selber beenden musst. Okay. Weil das auch Sinn macht. Weil hier zum Beispiel, wenn deine Phase am Ende einfach so rumgeht, weiß ich automatisch, du hast keinen Spontanzauber auf der Hand. Ja, schon. Sonst würde die Phase anhalten. Und das ist irgendwie total blöd gemacht. Ja, es kommt eine schöne Verzauberung von ihm raus. Die bekommt durch Landfall, also Landung, immer wenn ein Land ins Spiel kommt, bekommt die eine Questmarke. Und er kann drei Questmarken entfernen, das Ding hier opfern und dafür zwei Länder aus seiner Bibliothek getappt ins Spiel bringen. Und er spielt diese Runde darf noch ein Land spielen. Dadurch kommt die erste Questmarke drauf. Die Synergie ist da. Kann man sich fühlen? Es ich habe keine Ahnung, ich glaube, wir brauchen was Richtiges. Passt schon. Es war super. Also, das ist Synergie pur. Da mag man doch eigentlich. Keine Ahnung von dem Deck, aber du machst das schon. Du erklärst das schon richtig. So, wir könnten jetzt Ditte, aber wir könnten auch anders. What the fuck? Was ist das denn für eine Karte? Ich würde sagen, solange es läuft, spielen wir erstmal Kultivieren. Wir suchen uns auch mal ein bisschen Mana raus. Und zwar kommt das getappt ins Spiel und das nehmen wir auf die Hand. Hast du noch ein Land für mich? Ich habe keine mehr. So, zack. Ja, da habe ich noch eins, aber... Ich habe gerade gegengeflogen, dass wir abgehauen. Guck hier, er bringt dir eins, warte. Aber reizt ihn nicht, der ist manchmal ein bisschen impulsiv. Dann nur 17 kann er auch Runden zuhauen. Übrigens. Hast du gewonnen? Ja, noch 17 Runden, mein Freund. Du musst langsam in die Pötte kommen. So langsam habe ich das Remazuri-Deck aber auch noch nicht erlebt. Oh, die zweite Questmarke ist drauf. Oh! Da holt er sich noch ein Land. Ja, kann ich mit leben. Und da kommt es und dadurch hat er drei Marken, er kann sein Ding jetzt opfern und sich direkt wieder ein Land holen. Okay, jetzt sollte er langsam genug haben. Ja, wieso geht das nicht? Kannst du nicht aus... Hä? Das kann ich auswählen. Okay, ich dachte, das ist egal. Kann ich gerade irgendwie auswählen aus irgendeinem Grund? Ja, du kannst nur ein Standardland nehmen.
Ach so, natürlich. So, jetzt kann man Faxen machen. Nee. Doch, doch, einige sogar. Nicht doof. Die Frage ist, ob wir jetzt. Ach du Scheiße, deine Spezialfähigkeit ist ja so krass von dem Deck hier teilweise. Was die drauf haben für Fähigkeiten, die Monster. Ja, ist übel. Einfach. Oder verkosten so 80.000. So, wir bringen jetzt mal den flitzenden Remazuri ins Spiel. Der hat nämlich Haste und gibt allen Remazuris Haste. Ist aber super. Ja. Und dann kommen wir mal zur Kampfphase. Und da nichts liegt, kommen wir mal vorbei und sagen, gehen doch! Kann ich irgendwo sehen, wie viel Mana ich habe? Oder muss ich nachzählen? Im getappten Zustand ist es ein bisschen blöd gemacht, finde ich. Da musst du nachzählen. Aber im ungetappten Zustand steht eine Zahl drauf. Es ist echt blöd gemacht. Okay, so, okay. Aber weil wir noch Mana übrig haben, würde ich sagen, spielen wir noch mal ein bisschen Wachstum und holen uns noch ein Mana. Hast du schon mal gesehen? Ja, dieses hier sieht ganz gut aus. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Weiß nicht. Nein, 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 alles richtig, alles gut, alles toll. Du kommst ein bisschen zu spät, aber ist okay. Du bist dran. Mit 9 Mana, alter Schwede. Ja, ist okay, würde ich sagen. Oh, ein Trampelwurm. 7-7 Trampel und er bekommt 7 Lebenspunkte. Und wenn er stirbt, zieht er eine Karte. Ist das nicht pervers? Dann spiel mal die Makros. Achso, der kostet 3, okay. Wenn du eine Karte spielst, aber irgendwie nicht. Bin noch lustiger, warte mal ab. Ich glaub dir das. Das ist permanent? Verzaubert eine Kreatur ist doch permanent, oder? Das kann nicht sein. Nein, doch, das kann nicht sein. Doch, das ist die plus 10 plus 10, ne? Ja. Ja. Das ist leider hart, so. Oder? Ja, das wird verdammt hart. Wieso leider? Das ist in meinem Deck. Wir spielen einen Kampf-Remazuri. Der bringt allen Remazuris plus 2 plus 1. Das heißt, alle Remazuris von mir haben jetzt Haste, haben First Strike und durch ihn hier plus 2 plus 1. Das heißt, Happy Welcome Double Block. Und sind erstmal dann fertig. Mhm. Weil angreifen. Och! Beste! Nö! 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 Nö, okay. Nö! Das ist nicht so. Vor allem seine Verzauberung. Diese Dinger, die kommt viel zu spät. Die seine plus 10 spät. Plus 10 Verzauberung hat übrigens auch noch Verschlinger. So, Landung 2-2. Immer wenn ein Land unter seiner Kontrolle ins Spiel kommt, bekommt er 2 Lebenspunkte. Davon spielt er 2 raus, Alter. Kommt viel zu spät, wie gesagt, einfach. Okay, ja, die am Anfang, das wäre wirklich pervers. So, er kann aber nicht angreifen, da ich First Strike habe. Und davor hat er Angst. Zu Recht. Ich habe eine schöne Karte, aber ich kann nicht spielen, weil ich noch Mana brauche. Boah, ich finde keine Mana mehr die ganze Zeit. Hast du Mana für mich? Danke, bitte. Nee, nee, heute nicht. Nee. Ich kann tatsächlich nichts machen. Ich bräuchte Mana irgendwie. Weil diese eine Monsterkarte wäre auch nicht schlecht. Weil die kriege ich auch schon auch nicht. Ne, überspringen den Angriff, ich kann nichts machen. Das wäre noch Selbstmord. Was hast du für eine Karte? Hallo, was sind Sie für eine Karte, junge Frau? Oh, das ist lustig. Das ist lustig. Mehr Landkarten. Das ist lustig. Oh Gott, er hat den Titan gespielt. 6-6 Trample und wenn der ins Spiel kommt oder angreift, bekommt er jedes Mal 2 verdammte Länder und die kommen auch noch direkt ins Spiel. Ja. Ich kann damit leben, du nicht? Ja, das heißt vor allem jedes Mal bekommt er 4 Leben. Ja. Ich mag das Deck jetzt schon, aber ich kann irgendwie keine Länder nehmen. Aber ich sage immer bei Magic, Leben Katze, ist nichts. Ich spiel gerade. Ich kann die Karten nicht nehmen. Ich nehme halt die. Ja, du musst 2 anklicken und dann bestätigen. Achso, ja, hab ich gemacht. Und wieder nur Standardländer, immer dran denken. Ja, jetzt hat er halt erstmal für jedes Land hier noch ein bisschen Leben bekommen und von anderen das auch Schlimmste noch. Das Schlimmste auf dem Feld, das Schlimmste ist nämlich in meiner Hand. Und es ist nicht die plus 10 plus 10. Hast du auch noch S auf der Hand? Also ist S? Nee, es gibt eine Karte, die heißt S. Nee, ist nicht S. So, wir hauen noch einen Remazuri raus. An dir? Das ist ein Monster nur. Nichts, der kann gar nichts, der bekommt einfach nur alles von den anderen Remazuris. Freundlich von denen? Ja.
Das finde ich auch cool. Wir überspringen den Angriff. Wer hätte das gedacht? Bevor du übrigens 4 Monster hast. Weißt du warum? Ja, weil du deine Hau alle Kreaturen weg Karte auf der Hand hast? Nein, weil du mindestens 3 Kreaturen brauchst zum Blocken. Laut Definition von der Karte. Sonst darfst du nicht blocken. Wir halten den Timer an. Ach so, es ist nicht S, es ist Ulamog. Ulamogs Wegbereiter. Der hat 9-9. Vernichter 3, also wenn der angreift, muss ich 3 verdammte Karten wegschmeißen. Der kann nicht geblockt werden, außer von 3 oder mehr Kreaturen. Und deswegen sagen wir Path to Exile. Oh, neue Karten, danke. Ich wollte es mir eigentlich aufheben für deine 10-10-Verzauberung, aber... Ach, 4 Leben ist auch nicht schlecht, danke. Ja, bitte. Also ob wir aus dieser Nummer rauskommen, kann ich gerade nicht einschätzen. Ich glaube eher nicht. Ich stecke erstmal ein bisschen Leben, passt schon 33, 20. Nö, nee, klar, würde ich auch machen. Kann die Karte überhaupt? Oh, das ist natürlich eine Rambo-Methode, aber gut. Ich kann auch Rambo spielen, glaube ich. Wo wir gerade bei Rambo sind, ich gönne mir mal 2 Remazuri-Tokens. Bring die? Nichts, aber okay. Sie bekommen alles von den anderen Remazuris. Haste, First Strike. Finde ich gut. So, theoretisch könnten wir mal überlegen anzugreifen, aber dann lässt er alles durch und tötet uns. Nö. Ich fand's okay, die Idee. Ja, ne? Glaub ich dir. Hast du wirklich schon eine Karte? Oh, das ist auch nett. Wir halten nochmal den Timer an, um die Karte uns anzugucken. Orakel von Muldaya, 2-2, 11 Schamane. Und er darf jetzt 2 Länder die Runde legen anstatt 1. Und die oberste Karte ist revealed und wenn sie ein Land ist, dann darf er es spielen. Genau, das ist beschickst eigentlich, 2. Effekt. Und jetzt kannst du mal landen, Karte, bitte, danke. Ja, das ist natürlich, Und du bist kein Land, du bist ein Riesen... Na, ja, ein Riesen? Ja, ich weiß nicht. Okay, wir halten den Timer an, denn hier kommt Umaloks Schläger! 8 Vernichter, 2 und er greift immer an, wenn er kann. Genau. Er muss angreifen, hat keine Wahl. Ja. Und er reißt damit viele, viele Leute in den Tod. Und das jedes Mal. Danke. Ich kann mal an mit dem Ding, ist kein Problem. Was soll schon schief gehen? Ja, das ist immer die Frage. Und damit wir da irgendwas gegen machen können, legen wir schnell einen Remazuri raus, der allen Remazuris plus 0, plus 1 gibt. Aber jetzt hast du natürlich gewonnen. Einfach, weil wir es können. Oh Gott. Und das trampelt bei dem fast alles. Ich kann nicht mal angreifen. Und dabei finde ich das Remazuri-Deck schon gemein, aber das, was du da spielst, das ist auch wirklich eine krasse Nummer. Tut mir echt leid. Nee, ich find's geil. Es passt. Oh nein. Echt jetzt? Das ist die Karte. Plus 10, plus 10 und Vernichter 2 und Trample. So, Timer anhalten. Das muss ich mir kurz durch den Kopf gehen lassen. Ist doch nur 17-17, was soll das schon schief gehen? Ja, das Problem ist, zweimal Vernichter 2, ich muss jetzt erstmal 4 Karten wegschmeißen. Ja, das ist böse, stimmt, auch noch. Das ist wirklich böse. Ich kann damit leben. Ja, das glaube ich dir. Lasst es mich durch den Kopf am Übertragen tuten täten. Ich habe schon fast Mitleid gerade mit dir. Ja, aber nur fast, ne? Ja. Ganz knapp. Ey. Okay, die kommen weg. Dann mit ihm und ihm. Eine arme Schlange, die kannst du nicht töten. Okay, erstmal machen wir weiter. So, und jetzt muss ich hier Sachen wegschmeißen. Was schmeißen weg? Feldkarten wahrscheinlich, oder nicht? Muss ich. Ich kann nichts anderes. Doch, ich kann auch wegschmeißen. Ich glaube, ja, von meiner Hand. Ja, Feldkarten. Also alles, was hier im Battlefield liegt, ist halt eine bleibende Karte. Ja. Weg. Weg. Und nochmal. Einfach das Feld leer machen, ist schon kein Problem. 2 Mana noch weg. Und jetzt kommen die Blocker. Überleben ist es auf jeden Fall den ersten Zug davon. Hätte eigentlich mit Eil angreifen können, einfach, aber na gut. Hast du noch was Schönes? Trampelschaden, naja, gut. Okay. Kommt raus. 13. Was? 9, 13, 17. 20, hä? Ein Multiblock.
Warum so viel? Warum nicht einfach 17? Ist gereicht? Weil du Mana offen hast. Ich weiß nicht, ob du pushen kannst. Achso. Als wenn ich sowas Geniales machen könnte. Bei Grün geht sowas. Jetzt darfst du dir die Reihenfolge auslegen, wie die gegeneinander kämpfen. Um halt zu gucken, dass du möglichst viele in den Tod reißt. So, du ziehst natürlich die Karte, weil er gestorben ist. Wer ist von dir jetzt gestorben? Keiner. Der Einzige? Wieso ist denn bei mir jetzt keiner? Ich meine, klar, die haben First Strike. Ich hab's auch nicht verstanden. Ach so, weil alle meine jetzt mit First Strike als erstes zugehauen haben. Ernsthaft? Oh. Das wird doch anders abgehandelt. Also da werde ich meinen Rules Advisor, meinen persönlichen, privaten, einmal befragen, weil das Ganze, ganz ehrlich, sah jetzt für mich ziemlich seltsam aus. Ob das wirklich so richtig ist. Ich meine, klar, das ist jetzt von Wizards. Von Wizards of the Coast, der tut mir auch sehr leid. Er hat übrigens nochmal seinen Lebenspusher-Punkte-Popo ins Spiel gebracht. Ja, bringt mir aber auch nichts mehr, ich habe keine Karten mehr in der Hand. Das schon, als Antwort jetzt ziehen wir uns ein paar Länder. Ich hab gewonnen. Hätte mich einfach gewinnen lassen können. Und legen das raus. Angreifen können wir immer noch nicht. Ja, du hast noch lange nicht verloren. Nee, das nicht, aber meine schönen Karten sind weg. Ja, es tut mir natürlich auch leid. Ich kaufe 17. Was mache ich denn jetzt? Was soll ich denn damit jetzt? Und als nächstes ziehst du auch Mana. Okay, damit bin ich schon mal zufrieden, da ich weiß, dass du jetzt erstmal nur Mana ziehst. Yep. Aber natürlich kann man auch zwischendurch mal einen Wurm rauslegen, ne? Das geht immer. Er bekommt 7 Lebenspunkte, 7, Trample, wenn er stirbt, gibt es eine Karte in die Hand. Der so, muss ja angreifen. Der Scheißer muss ja angreifen. Ja, ich lasse es dabei. So, und daraufhin muss ich 2 Karten wegschmeißen. Och, Katze. Das geht gerade nicht. Passt gerade überhaupt nicht. Und die weg, welche auch immer es war. Das Problem ist ja jetzt. Ja, ich teste das jetzt mal. Ja, mach mal. So, theoretisch, wenn das stimmen würde, würde deiner jetzt sterben und meine nicht. Das heißt, ich kann nicht mehr angreifen, ganz so spielbar. Ja, dann greifst du erst an. Okay, dann greifen tatsächlich beide zuerst an. Dann haben die das, dann ist es aber tatsächlich eine neuere Regel. Also ich habe ja auch schon. Ich spiele zwischendurch immer mal so ein Jahr oder zwei gar nicht. Und dann wurde der Kampfstack halt irgendwie geändert. Das kenne ich so nicht. Ich musste ja auch angreifen, weil keine Wahl gehabt in dem Ding. Damit ist First Strike natürlich nochmal ums Dreifache cooler. Ich find's jetzt doof. So, dann hole ich mir 2 Remazuri-Token. Und könnte eigentlich so langsam mal angreifen. Ja, finde ich doof. Nee. Findest du doof? Ja. Vor allem, dass der First Strike immer noch, auch wenn du angreifst. Das ist richtig. Das ist voll scheiße. Ich mag den Deck nicht mehr. Wer gibt denn überhaupt First Strike? Oder haben. Nee. Er hat doch. Der hier, der Kampfrim. Nee, Quatsch, wo ist er? Blitzender? Nee, das ist einer. Der gibt Haste. Wo ist er denn hin? Da, ganz rechts außen. Da hacken wir. Da hacken wir auch an, okay? Nee, ich greif gar nicht an. Aber warum denn nicht? Zum einen, weil die Zeit abgelaufen ist. Siehst du das da auf dem Deck oben drauf? Ja, ich sehe ja, was du ziehst, deswegen. Alles cool. Gerade ist die Zeit das erste Mal auf meiner Seite. Du hast nämlich keine Karten in der Hand und du ziehst erstmal nur Mana und Mana. Klar, deine Lebenspunkte gehen hoch, aber irgendwann kriege ich hier meine Ober-. Ach, ich habe die andere Karte. Doch, ich konnte. Jetzt ging es einmal. Och. Und als nächstes ziehst du an Mana. Das kannst du übrigens jetzt direkt spielen. Guck mal, Leben übrigens an. Ja, ich sehe das. Ich sehe das. Ich wollte es mal sagen. Es würde auch ein Problem, aber. Bei 3 Antilopen. Was bist du für eine ja. Karte? Ach, du bist der. Ach, jetzt kannst du die Opfern. Und raussuchen. Das war toll. Ja, jetzt kannst du dir den Opfern und eine Landkarte holen. Ja. Und der auch noch. Und wenn dann hier Schlüpferstürmer-Elf ins Spiel kommt gleich, dann kannst du auch nochmal ein Land raussuchen. Bist du? Kreaturenkarte in der Wand. Oh, ich kann meinen Elfer immer wieder zurückholen. Theoretisch. Ach, hast du gleich Kulizek? Mhm. Nein. Ich habe keine Karte, die Kulizek heißt. Nein. Nee, sehe ich auch nicht. Nein, mach die Hand drauf, los sofort. Ja, komm, dann spielen wir schnell mal eine Karte raus, damit wir gleich beim Verschlingen wieder Karten opfern können. Ich habe aber 16 Mana draußen oder so. Und komischerweise greife ich nicht an. Ich habe 16 Mana draußen, das ist so traurig.
Ich kann die. Achso, ich kann nur ein Dings. So, na, jetzt ist nämlich, wenn er wirkt, kannst du eine Kreaturkarte aus dem Friedhof ins Spiel zurücklegen direkt. Und er holt sich. Ach, den Wurm. Na gut. Ich darf den Elfer nicht nehmen, aus irgendeinem Grund. Den Elfer? Ja. Ach, du hast ihn ja verbannt. Ach, ja, klar. Achso, der im Exil, den hier. Ja, der ist im Exil. Nee, den darfst du nicht. Der ist im Exil. Der ist am Arsch. Genau wie ich gleich. Ja. Angreif bringt ja auch nichts. Naja, also das langsam Schlag, ist auf jeden Fall die Übermacht, ne? So. Ich mag das Spiel nicht. Boah, es wird so unfassbar kritisch jetzt. Ja, na, bring dir doch mal ein bisschen Lebenspunkte, vielleicht. Was ist das denn? Was ist das denn? Hast du erst dreimal draußen? Das ist ja auch eine Antilope schon wieder. Was zur Hölle? Spielst du ein Antilopendeck oder was hast du da vor? Oh, ich fang schon zweite Reihe an mit Monstern, okay. Und du greifst nicht an, okay? Passiv. Ich hab irgendwie Angst, dass du einfach alles blockst. Ich meine, du kannst doch nicht alles. Achso, du hast noch 12 Leben. Ja, eben. Nice. Ja, gut, aber jetzt tut's mir leid für dich. Was, aber hast du das schon gewonnen? Nein, jetzt kommt mein Doppelschlag, Remasuri. Oh Gott, alle meine Remasuris haben Doppelschlag. Das heißt, die haben First Strike und dann hauen die nochmal zu. Das heißt, ich kann kein einziger davon blocken. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Nee, ich kann keinen davon blocken. Du kannst sie tot blocken. Aber deine gehen dabei auch drauf. Ja, das ist richtig. Boah, nicht alle. Nee, nicht meine. Alle. Meine. Ich kann nur drei davon. Nicht. Nee, ich kann nicht mal drei davon blocken. Ich kann nur zwei davon blocken. Ich kann nicht angreifen. Wieso kannst du nicht angreifen? Du hast 71 Lebenspunkte. Ich habe 12. Ja, nicht wegen Lebenspunkten, aber du hast einen Vierer, wenn der angreift, ist mein Siemer vorher tot. Nee, also du blockst nicht. Du lässt den gesamten Schaden durch und tötest mich danach, weil ich nichts mehr habe. Ja. Okay. Ganz einfach. Ach, bin ich blöd. Allein deine 2-7-7 Trample und der 10-9er. Wollte ich nicht. Ich hab kurz nochmal 8 Leben, okay? Ja. Ich habe übrigens gerade ein Achievement bekommen, Landwirt, wegen ganz vielen Feldkarten ausgespielt. Ist okay, oder? Oh, dann würde ich aber auch jetzt den Questmarker rausspielen. Das ist wichtig. Also das ist wichtig. Ja, das kannst du überlegen und rechnen, ne? Ich will nicht Spaß. Rechnen. Meine. Ach komm. Ich ziehe einfach nächste Runde irgendeine tolle Karte, die ich fertig mache. Warte ab. Warten hier beide darauf, dass wir die Karte rausbringen. Ich habe bald kein Deck mehr. Was eigentlich dann? Habe ich dann verloren, Martin? Dann hast du verloren, ja. Na, 25 Runden noch. So, alle meine Remasuris kriegen +1/+1. Oh. Es gibt übrigens Deckprinzipien, die bauen darauf aus, deine Bibliothek wegzuschribbeln. Okay. Das ist auch eins meiner liebsten Decks, die ich damals gespielt habe. Blau-Schwarz. Guck mal, was schönes habe. Ja, ein Schlüpferstürmer-Elf. Hey, kannst du Mana legen. So, jetzt toll. Ja, durch dein ganzes Mana ziehen hast du dein Deck natürlich hart runtergehauen, ne? 23 Karten hast du nur noch im Deck. Das ist dein Plan, ne? Gib's dazu. Also jetzt gerade ist es tatsächlich zu einem Plan geworden. Jetzt die grad. Folge hat eh schon Überlänge. Da können wir drei Teile von rausbringen. Drei Teile Karten ziehen. Ganz ehrlich? Na? Willst viel Spaß mit Denken. Scheiße. Okay. Denk mal nach, viel Spaß. Als erstes hau ich dir einmal so eine schnell weg. Na. Und nicht die, das ist die beste Karte von allen. Genau. Und jetzt, oh Gott, wie soll ich denn das rechnen? Weißt du, was das Geilste an dem Deck ist gerade? Nee. Ich muss nicht denken, auch wenn ich verliere, habe ich trotzdem gewonnen. Weil du nachdenken musst, wie sonst irgendwas. Und ich hab noch einen Blocker, wenn ich verlieren sollte. Scheiße, ich muss erst Karten weglegen. Muss ja auch noch, stimmt. Wegen wen? Wir hatten extra nachgeguckt. Wer hat denn das? Nein, und ich habe schon eine von mir angeklickt. Das kann ich nicht rückgängig machen. Okay. Und die Zeit ist abgelaufen. Oh Gott, Alter, was geht denn hier ab? Zeitgewinn. Ich gewinne durch Zeit. Ich merk das. Das ist dein Plan. Ich habe dich durchschaut. Ja, fertig. Ist schon okay. Müssen die alle noch Effekte? Ach doch, die haben alle noch Effekte, wenn sie sterben. Auch noch, dass ich Karten ziehe. Weißt du das? Ja, ich sehe das alles hier irgendwie. Kriegst du noch durch?
Kommt da irgendeiner durch, bitte? Nur einer? Ja, einer kommt durch. Ja, toll. Aber die anderen sterben alle. Ja. Ich skipp mal ein bisschen, das ist mir zu blöd. Weil da schon was übrig. Ich bekomme zwei Schaden, verdammt! Die ganze Animation noch drin, weißt du das? Und jetzt, ja, jetzt ziehst du erstmal ein paar Karten und dann, oh, jetzt ticken alle Animationen noch runter. Alter Schwede, ey. Okay. Ich hab nur Schwachsinn. Ich glaube, also ich brauche zwar 80 Runden, um dich runterzuprügeln. Aber du hast, glaube ich, gewonnen, ja, das kann sein. Ich glaube aber auch. Naja. Der Schlüpferstürmer kommt wieder ins Spiel. Ja, ja. Immer noch ein Land, okay. Oh Mann, ey. Was für eine Runde. Ach, bin ich doof. Egal. Kommt der dazu. Oh nein! Was denn? Alter, hättest du den schon vorher gehabt? dazu dann noch ein Overrun. Damit alle angreifen. So, ich habe noch 8 Leben. Ich habe noch 91. Ja, ja. Das bringt mir nichts. Und ich muss jetzt darauf achten, in dem Deck ist, glaube ich, kein Overrun. Nee, ich habe gar nichts drin, was irgendwie schaden könnte. Ja, du hast eh nichts auf der Hand. Kommst du darauf? Aber ich kann nicht mit allem angreifen, weil du sonst genau 8 Schaden nächste Runde machst. Das ist auch cool. Also eins muss übrig lassen mindestens, oder zwei. Ich hab schon gemacht, weil ich nicht nachdenken muss. Ich kann alles raufbolzen. Also, ich kann theoretisch... Ich hätte auch auf Zeit spielen können, das wäre viel zu cool einfach, nicht so gut. Das, dann habe ich 1, 2, 3, 4. Nochmal so 30 Schaden. Oh, wird schon wieder was bekommen. Okay, dafür mache ich 10, 20, 30, 40, 52 Schaden. Das ist doch okay, oder? Ah, du kannst noch blocken, scheiße. So. Dann hätte ich mit mehr Kreaturen angreifen können. Konntest du ja vorher nicht wissen. Toll, jetzt kriegst du nur 20 Schaden. Ich hab noch Zeit, ein bisschen. Bei mir läuft. So, das schlimmste Duell, als ich was gespielt habe. Eine Karte habe ich noch da. Und die behalte ich doch. Naja. Ja, dann ziehst du halt noch ein paar Länder. Wie gesagt, du hast noch 19 Karten im Deck. Weißt du, was noch schlimmer ist? Ja, viel Leben. Ja. Weißt du, was noch schlimmer ist? Mein Brunnen ist aktiviert. Oh Gott, Hoshi. Wie soll ich die Folge nennen? Sherwood Forest? Kommt hin. Mein Deck ist gleich leer, aber ist mir egal. So, nochmal. Vor allem, wie viel scheiß Mana du in dem Deck drin hast, das ist viel zu viel. Ach Quatsch. Ach Quatsch, da ist bestimmt noch mehr drin. Die letzten nur 16 Karten sind auch nur Mana. Das wäre lustig. Oh Mann, ey. Ja, du bist übrigens dran. Viel Spaß. Ja, dankeschön. So. Ich hab auch keine. Oh nein. Der kommt direkt weg, auch wenn es ein Spontanzauber ist. Weg, ich will's nicht mehr sehen. Oh mein Leben. Ach Mann. Willst echt noch gewinnen, oder? Kann das sein? Eine hebe ich mir auf. So, jeder von denen macht den doppelten Schaden, also sollte jetzt endlich mal ordentlich auf die Fresse gehen hier, verdammt nochmal. Ja, Antilopen opfer ich doch nicht für sowas. Die gute Antilope. Mal kurz 62. Von 91 auf 7? Oh, ist okay. Kann man machen, oder? Jetzt die letzte Karte, die wird alles entscheiden. Was bist du denn für eine Karte? You lose game Karte. Hä? Was sind denn farbige Karten? Karten mit einer Farbe. Zum Beispiel hast du da gerade eine grüne farbige. Hast du ganz viele farbige? Ich habe rote, ich habe weiße, ich habe auch ein Artefakt, also ein farbloses. Ja. Ah, die ist das, okay. Und ja. Du kannst nur 4 Schaden machen, nächste Runde vielleicht. Du hast doch was in der Hand. Nee. Ja, ja klar, hab ich was in der Hand, aber. Und, Kannst du mich töten? So, das fiese ist jetzt. Pass mal auf.
Ich bin jetzt einfach mal ein bisschen gemein. Du hast Doppelschlag, ja, okay, das gewonnen. Stimmt. Nee, hab ich nicht mehr. Das hast du mir alles weggehauen. Die haben nichts mehr. Die sind blank. Das sind einfach nur farblose Token. So. Ich nicht früher ziehen können, die Karte. Aber ich habe ja gesagt, dass ich fies bin, also lege ich noch einen Mana raus und spiele die feurige Gerechtigkeit, die macht mir 5 Schaden. Macht. Okay. Und diesmal, anstatt auf eine Kreatur, auf einen Spieler. Super unschönes Ende, wie ich meine. Ach Quatsch, ich fand es lustig. Aber es war ein echt krasses Game. Und hier kriegst du nochmal 5 ins Gesicht. Und damit ist diese Runde auch schon so schnell vorbei. Ich kann auch spielen. Hä? Was hast du gemacht? Ach nein, das ist die andere, das war die feurige Gerechtigkeit, ich Volltrottel. Ich habe jetzt eine 11-11er-Kreatur gezogen. Scheiße! Die feurige Gerechtigkeit macht zwar 5 Schaden, aber mein Gegner bekommt auch 5 Leben. Was? Oh, bin ich hohl. Na gut, dann muss ich halt anders fies werden. So, ab ins Exil mit dir. Und du kriegst einen Mana dafür. So, und jetzt kannst du endlich verdammt nochmal sterben. Das ist ja nicht zum Aushalten. Also ich habe noch Kartendeck gehabt, aber ist trotzdem schön. Oh, 13 Karten hat er noch gehabt. Gott, was für eine Runde. Das gibt auf jeden Fall einen Applaus von mir. Und das Deck ist komisch irgendwie. Also Hoshi hat gesagt, er hat, bevor wir angefangen haben zu spielen, 5 Stunden Magic gespielt. Ja. Das kann ich ihm nicht glauben. Warum nicht? Weil du dafür eigentlich recht gut spielst. Und ist ziemlich abfucken kann. Nee, ich fand das so richtig, das herrlich. Herrlich. Wir müssen einfach den Part beenden, würde ich sagen. Also wieder, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr kennt das Spiel. Daumen hoch, Daumen runter und unbedingt bei Hoshi vorbeigucken. Link zu seinem Account zum Channel meine ich natürlich. In meiner Bei mir genauso. Und bis dahin. Macht's gut. Tschüss.